Einen schönen Sonntag euch allen. Fünf Ideen über Growth Hacking. Die heutige Folge entstand in Zusammenarbeit mit Daniel Bracht, den ich heute auch noch im Podcast-Gespräch zu den besten Tipps und Hacks befragen werde. Eine extrem empfehlenswerte Ergänzung zu dieser Sendung. Und jetzt steigen wir mal ein in die schöne neue Welt des Growth Hacking. Idee Nummer 1. Growth Hacking. Sean Ellis war der Erste, der Growth Hacking jemals erwähnt hat und gilt somit als erster Growth Hacker der Welt. Sean Ellis definiert zudem auch erstmalig den Begriff Growth Hacker, und zwar als eine Person, deren ausschließliches Ziel das Wachstum der Kundenbasis darstellt. Kürzlich sagte er, Growth Hacking ist für mich ein agiles Experimentieren, also ein Prozess, um das Kunden- und Umsatzwachstum kontinuierlich voranzutreiben. Growth Hacking kann man auch als eine Art Schnittstelle aus Daten, dem Nutzererlebnis, dem Produkt und Werbemaßnahmen verstehen. Idee Nummer 2. Hotmail. Der älteste Growth Hack stammt von Hotmail. Zu dieser Zeit gab es nur Outlook Express für E-Mails. Das war's. Hotmail bot als einziges Unternehmen E-Mails als SaaS auf einer Webseite an. Also Software as a Service. Leider wusste kaum jemand davon. Und Geld für Marketing hatte Hotmail auch nicht. Aus der Not wurde eine Tugend. Und zwar der erste Growth Hack. Wir schreiben automatisch unter jede E-Mail, die versendet wird, ein PS, I love you, get your free email at Hotmail. Und dieser Link, weil es zu dieser Zeit noch nicht so viele Webseiten gab, wurde von jedem angeklickt. Und so hat es Hotmail von 200 Signups pro Tag auf 20.000 Signups pro Tag geschafft und wurde schlussendlich von Microsoft gekauft. Idee Nummer 3. Airbnb. Airbnb hat die zweite wichtige Regel im Growth Hacking erkannt. Miss alles, was du messen kannst. Unter anderem ergab eine KPI von Airbnb die wenig überraschende Erkenntnis, dass Anzeigen mit Bildern wesentlich besser funktionierten als Anzeigen ohne Bilder. Es war also klar, es mussten Bilder von den Locations her. Dazu wurden ein paar professionelle Fotografen angeheuert, die umsonst in den Locations übernachten durften und Fotos geliefert haben. Die Anzeigen wurden ungleich erfolgreicher. Die Reaktion auf diese Erkenntnis war, dass in Amerika Airbnb seinen Usern die professionellen Fotodienstleistungen anbietet, damit die Plattform mehr Buchungen verzeichnet. Der zweite Hack von Airbnb bestimmt die dritte Regel des Growth Hackings. Hab keine Angst vor APIs und verknüpfe dich mit anderen. Fish where the fish are. In Amerika wird alles auf Craigslist verkauft. Von alten Socken über Lego bis hin zu Dienstleistungen wie Babysitting. eBay-Kleinanzeigen auf Steroiden. Airbnb hat testweise ein paar seiner Inserate auf Craigslist eingestellt und in der Messung festgestellt, dass die Anzeigen mit hohem Faktor mehr gebucht wurden. Bei Anzeigen im sechsstelligen Bereich ist es unmöglich, mit Manpower alle Anzeigen auf Craigslist zu stellen. Also wurde ein Weg gefunden, wie man die Airbnb-Anzeigen per API auf Craigslist veröffentlichen konnte. Idee Nummer 4. Neil Patel. Neil Patel ist ein Marketing-Guru aus Indien. Sein Hack ist relativ neu gewesen. Es geht um Google SEO-Hacking. Dazu muss man wissen, dass Google vor einiger Zeit seinen Suchalgorithmus drastisch umgestellt hat und Brands stärker bevorzugt. Coca-Cola wird als eine der stärksten Brands der Welt grundsätzlich vor Fritz Cola bevorzugt in den Suchergebnissen. Wie hackt man also eine Brand in Google? Im Gegensatz zum berühmten Zalando-Hack handelt sich hierbei jedoch um einen Push von Suchanfragen zu einem, und zwar Nils Namen, damit die Brand Neil Patel aufgebaut wird. Mittel der Wahl? Instagram. Neil suchte sich die top bekanntesten Instagramerinnen nach Followern und Aufmerksamkeit.
Diesen bot er $150, wenn sie ein Schild mit Who is Neil Patel in die Kamera halten und auf Instagram veröffentlichen. Über 80% haben sein Angebot angenommen. Was haben die Follower der Damen gemacht? Sie haben nach Neil Patel gegoogelt. Binnen Tagen war die Brand Neil Patel aufgebaut und rankte in den Top 5 Suchergebnissen, weil Google aufgrund der Suchanfragen annahm, dass Neil Patel ein sehr wichtiger Begriff sein musste. Die Brand war geboren. Idee Nummer 5. Amazon. Amazon hat eine Conversion Rate unter seinen Prime-Nutzern von 74%. Bei den 500 größten Händlern aus den Vereinigten Staaten und Kanada liegt die Conversion Rate im Durchschnitt lediglich bei 3,2%. Gemeint ist damit, dass von 100 Prime-Kunden 74 ein Produkt auch kaufen, wenn sie Amazon besuchen. Same-Day-Delivery, keine Versandkosten, Amazon Video, Amazon Music, Amazon Storage. Die Feature-Liste von Amazon Prime ist lang und das ist der Growth-Hack für das Prime-Produkt von Amazon. Biete so viel, dass dem User eigentlich nichts übrig bleibt, außer auf Prime zu upgraden. Man bekommt so exorbitant viel zusätzlich als Prime-Kunde, dass es sich eigentlich nicht die Frage stellt, ob man auf Prime upgradet, sondern wann. Warum aber die exorbitanten Conversion Rates? Hier kann man nur vermuten, dass ein Prime-Kunde eine derart starke Bindung zu Amazon hat, dass er schon mit fester Kaufabsicht die Seite besucht. Die wegfallenden Versandkosten und Services wie Same-Day-Delivery tragen hier den Rest bei. Ich hoffe, euch geht es genauso wie mir. In eurem Kopf brodelt es jetzt auch vor Inspiration. Fangt an euren eigenen Growth Hacks zu arbeiten oder hört euch jetzt noch die Tipps aus der Praxis an, die ich mit Daniel im 5 Ideen Podcast besprochen habe. Bis zum nächsten Mal, euer Dave. Das nächste Video ist bereits in Arbeit.